Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu The Ascent. Wir waren beim letzten Mal hier unten im Tiefmief und haben da gegen so einen Spinnenroboter gekämpft. Und dann hat sich ein neuer Boss gezeigt, Kira. Und zu der würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hin. Und deswegen verlassen wir hier erstmal das Tiefmief und gehen erstmal hier mit dem Aufzug nach oben. Und dann schauen wir mal, was die denn zu sagen hat. The Ascender Club now offers personal defense training. Sign up today. Okay, da sind wir. So, wo müssen wir hin? 400 Meter in die Richtung. Auf geht's. Oh, das sind noch Kisten. So. Lima Assistent. Was? Okay. Da sind noch ein paar Kisten. Nehme ich einfach mal gerade mit. Und dann schauen wir mal. Haben wir eigentlich noch ein paar Upgrades gehabt? Wir haben ein paar Sachen da. Ich weiß aber nicht, ob das für unsere Waffe ist. Ich glaube, unsere Waffe ist dann wahrscheinlich das, was wir nicht mehr haben. So. 315 Meter. Und dann können wir mal gucken, wegen den Nebenaufgaben, ob es irgendwelche Updates gibt und oder ob wir vielleicht neue annehmen. Und hier gehe ich mal gerade kurz und da sagen, hi. Na komm. Oh, ein Kopfgeld. Na, komm. Nice. Wie oft habe ich jetzt getroffen? Zweimal. Und das ist dann schon nicht verkehrt. Nicht verkehrt. So. Nächsten nehme ich mit hier. Jo. Oh, wow. Okay, ich glaube, mit einem kritischen Treffer mache ich sogar One-Shot. Zumindest bei denen hier. Bei den Robotern, die waren ja schon richtig krass. Also die waren schon am meisten herausfordernd bisher. Könnte aber eventuell auch einfach daran liegen, dass unsere Waffen vielleicht... Wir können ja mal gerade gucken, dass unsere Waffen hier vielleicht... Ausrüstung primär. Ja, die haben nämlich so Feuerschaden und sowas. Ich weiß nicht genau, was das andere ist. Wobei Elektro auch. Elektro müsste ja eigentlich passen. Naja. Ich hätte es mir jetzt halt so erklärt, weil die halt eben Feuerschaden machen. Dass das natürlich... gegen, ich sag mal, Hautgegner oder direkt lebende Gegner ein bisschen mehr Schaden macht. Dankeschön. Kann ich aber nicht gebrauchen. So, jetzt gehen wir rein. Wir müssen wahrscheinlich, müssen wir wieder hoch? Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hier zum Upgrade, Heini. Guten Tag. Laden. Verbesserungen, Waffen. Davon haben wir 5. Davon haben wir... Okay. Ja, wobei, da wollte ich ja nicht reingehen. Aber hier können wir reingehen, weil wenn das Preis 1 ist, warum nicht? Ja. Ja, dann gehen wir da rein. 102 Meter. Oh, na, schon wieder Handel. Ja, das kann gut sein. Flup. Hey, wo brauchst du denn die? Hier waren wir mal. Ja, ich erinnere mich, aber hier war nichts. Vielleicht deswegen. Endlich! Y-Corp will seine Eigentumsübernahmeabteilung erweitern und du passt ins Profil, gerade noch. Wenn du unsere Testaufgabe schaffst, kriegst du einen Posten in einem unserer Konzern-Griefer-Teams. Wie die Indents sie nennen. Ich verabscheue die Bezeichnung, aber sie beschreibt die Arbeit, die wir tun. Wir suchen herrenloses Eigentum und transferieren die Eigentümerschaft an Y-Corp. Manchmal treffen wir dabei auf Konkurrenz. Die schalten wir dann aus. Das kann ganz befriedigend sein. Es gibt noch mehr Vorteile. Als KGT-Agent von Y-Corp bekommst du besondere Ausrüstung und eine Premium-Versicherungspolice. Aber zuerst musst du diese Aufgabe überwältigen. Wir wollen den kompletten Geschäftsablauf der Ascent Group. Verlauf der Ascent Group. Er befindet sich in einer ihrer Datenresorte. Du musst den korrekten Tresor finden, seine Bi neu prägen und die gewünschten Daten in unsere AKI hochladen. Wenn du die Aufgabe erfüllst, kriegst du irgendwann eine Chance auf deine Freiheit. Mal sehen, ob deine Muskeln die Schwächen deines minderwertigen Sapiens Hirns wettmachen können. Wir rechnen mit einer großen Herausforderung. Unseren Akten zufolge hast du bereits mit diesem notorischen Eis
Fanatiker Knockhead gearbeitet. Wir empfehlen, Wiener auf ihn zurückzugreifen. Herrenloses Eigentum. Wenn auf Velez ein Konzern pleite geht, gibt es weder regulatorische Bestimmungen noch ein Organ, das welche durchsetzen würde. Alles, was dem Konzern gehört, kann von dem Moment an von jedem Konzern übernommen werden, der über die Möglichkeit dazu verfügt. Besitz übertragen. Wir wollen dich nicht mit technischen Details langweilen. Also in Kürze, es geht darum, die Kontroll-BIs des Firmeneigentums neu zu prägen, damit sie nur auf ihre neuen Eigentümer reagiert. Oder ihre neuen Eigentümer reagieren. Operationsverlauf. Wenn die anderen Multikonzerne wie die anderen Multikonzerne will auch Y-Corp seine Bestände in dieser Arkologie rasch erweitern. Der Geschäftsverlauf der Ascent Group wird uns helfen, bei den nächsten Übernahmen Prioritäten zu setzen. Datenresorte. Die Ascent Group hat außerdem Tresorräume an andere Konzerne auf Velez vermietet. Rechne mit einer Phalanx automatischer Verteidigung auf höchster Tödlichkeitsstufe sowie mit KGTs von der Konkurrenz, die ihre Firmendaten schützen will. Reingehen? Vorläufig wünscht Y-Corp kein großes Aufsehen, also musst du dir selbst Zugang verschaffen. BI prägen? Jo, BI Prägung ist eine höchst delikate Angelegenheit. Dein Imp wird an unsere AKI oder Aki angebunden, von der die eigentliche Prägung dann ausgeführt wird. Du musst dich direkt vor Ort in die BI einklinken, den Rest erledigen unsere AKIs oder Akis. Und ehe du fragst, ja, Y-Corp hat eine eigene AKI oder Aki, eine Gen 12 oder Gen 12. Und ja, dein Zugriff darauf wird streng eingeschränkt sein. Freiheit? Y-Corp verfolgt gewisse langfristige Ziele. Wenn du dich bei deren Erreichen hervortust, bieten wir dir an, deinen Identurvertrag zu annullieren und dich als unabhängigen Vertragsarbeiter zu registrieren. Da bist du ein freies Geschöpf, so frei man auch für Less eben sein kann. Fertig. Also gut, wir waren so frei, deinen Imp durch die lokalen Daten-Nodes an unsere AKI zu binden. Er sollte jetzt etwas leistungsfähiger sein, also mach dich dran. Jo, los geht's. Da ist noch eine Kiste hier. Da würde ich mal ganz gerne hier. Mach auf das Ding. Kann ich hier jetzt rein? Ah, jetzt ist die Action. Okay, jetzt kann ich auch dein. Was haben wir denn hier? Fortschrittliche Komponente. Das klingt doch schon mal gut. Nun, da hinten haben wir noch eine Nebenquest. Da würde ich einfach mal ganz kurz einen guten Tag sagen. Gucken, was es denn da gibt. Ach ja. Okay. Hier. Datenpad. Wir haben es ja mit Beamern versucht, aber wir können die Probleme beim Durchdringen intervenierender Materie nicht überwinden. Und es werden werden das interdimensionale Hingepinkel ja doch brauchen. Wäre vielleicht den extremen Energieaufwand nicht wert, aber andererseits wäre so eine Reaktion höchst exothermischer Natur. Dann haben wir hier noch einen. Das heißt ja, elektromagnetische Strahlung alleine könne keine Materie transportieren, da nur Energie übertragen wird, aber nicht die Baryonen und Leptonen, die es für Atome braucht. Papalapap, sage ich da. Ist denen nicht klar, wie irrelevant das ist, wenn man den interdimensionalen Transfer von Elementarteilchen und Wellen berücksichtigt? Ist denen nicht klar, dass tatsächlich Teleportation selbstverständlich unvermeidlich tödlich ist? Es ist nicht dieselbe Person, die am anderen Ende erscheint, denn die wurde zunichte gemacht, augenblicklich getötet. Und dann wird auf atomarer Ebene an einem entfernten Ort eine exakte Kopie der fraglichen Person samt Erinnerung rekonstruiert. Und da muss ich mir vorwerfen lassen, diese Forschung zur Waffe zu machen. Als wäre das, was sie tun, nicht die ganze Zeit schon Mord. Das ist ein interessanter Ansatz. Guten Tag. Da bist du ja. Ja, du. Stehst rum und beklotzt. All die Herrlichkeit um dich hier, um dich her. Ja, es ist wahr. Wir stehen hier nicht vor irgendeinem Durchbruch, sondern vor einem Meilenstein in der Geschichte der Wissenschaft. Beasel Schenk ist mein Name. Und was wir hier tun? Nun, das hat mit Teleportation zu tun, musst du wissen. Ich habe hier einen neuen Feldgenerator und er teleportiert Personen und Objekte nicht direkt, sondern erhält sie in dieser Art von Zwischenstatus, rüttelt sozusagen ihre Moleküle durch, während sie sich in Stase befinden. Genug geschüttelt und kablam. Natürlich benötigen wir noch eine Prise mehr Information, bevor die Technik perfekt ist und verkaufsbereit ist. Also, was sagst du? Bereit für einen Außendienst
um uns noch ein paar Daten zu beschaffen. Das ist ja fantastisch, einfach fantastisch. Was wir genau brauchen, sind einige Echtzeit-Gefechtsdaten von hier und da. Geh einfach los. Schick ein paar Halunken in Stase. Und mach weiter, auch nachdem die Stase schon erreicht ist. Gib richtig Gas und guck, was geschieht. Je mehr Druck du machst, desto besser. Wir sind an den Extremen an interessiert. Natürlich gut möglich, dass die Subjekte den Datensammelvorgang nicht überleben. Aber es ist ja schließlich im Namen der Wissenschaft, nicht? Naja, und im Namen des Geldes, das hilft auch. Also bist du bereit, deinen Teil zu übernehmen und als mein kongeniale Assistent in die Geschichte einzugehen? Komm zurück, wenn du genügend Testobjekte untersucht hast, dann sehen wir weiter. Interessant, dass es immer switcht zwischen weiter und next. Was haben wir denn? Knockhead rekrutieren, das wäre die nächste Hauptaufgabe. Oh Gott, was ist denn hier alles los? Achso, Kopfgelder, ja. Panzerung. Ich will mal gerade gucken, Tief-Mief-Atemgerät haben wir. Achso, eine VR-Brille. Das ist natürlich schon ein großer Unterschied, bis auf Feuer. Aber Feuer haben wir bisher nicht so das Problem gehabt. Ich würde sagen, wir holen diese Brille mal. Und belassen uns dabei. Wieso habe ich eigentlich rote Schuhe an? Sind die rot? Nee. Doch. Okay, ja, Knockheads, genau, ich wollte noch gucken wegen den Nebenmissionen gerade. Überladung, jo. Hidden Stage, Schrott, Land. Stimtown. Bakterien ernten. Das wäre. Oh Gott, das ist ja noch weiter. Heilige. Wobei, wir müssen ja eh zu einer Knockhead. Dann können wir das direkt mitmachen. Alter, das ist alles so weit. Gerade mal gucken, wo will der mich hinschicken? Restricted Area of the Morgue. Also die verbotene. Der verbotene Bereich der Morgue. Hier bin ich ja mal rausgegangen. Achso, ihr hattet mir auch noch geschrieben, man kann hier wohl irgendwann mal hacken. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Ist nur die Frage, ob das dann quasi das Erschießen ersetzt oder ob man nur einmal hacken kann. Dann ist das, macht das ja keinen Unterschied. Und das ist das, wo wir rausgegangen sind, wo es ja nicht weiterging, wo es nicht wirklich was gab. Aber hier ist noch jemand zum Reden. Fehlende Leiche? Kann ich helfen? Hab gerade Pause. Aber bleib von den Kühlräumen weg, wenn du nicht in einem enden willst. Na gut. Ach so. Zurück. Wow. Okay, hier sind Gegner. Sollte aber, glaube ich, nicht sonderlich schwer sein. Achso, das sah aus wie Schränke, die ich looten kann. Schick, schick. Was? Achso, Wissenschaftler. Ich dachte gerade, hä? What the fuck? Ich habe irgendwas mit Fehler gelesen. Ich habe mich gerade voll verlesen. Instabil. ID. Tumerian Soda, Beruf, Rasse, Sabians, Todesursache, intrakraniales Hämatom durch kritisch hohen Ovidium 348 Spiegel. Anmerkung: BioChoice Pharma informieren. Ende. Oh, das wollte ich eigentlich so nicht machen. Nun, dann ist hier nichts weiter zu holen, dann gehen wir weiter. Hallo. Gemütlich. Jo, da. Nice. ID Wasserland Alquick. Beruf, Mitarbeiter, Kundendienst, Rasse, Yatschalana. Todesursache. Intrakraniales Hämatom durch kritisch hohen Ovidium 348 Spiegel. Anmerkung BioChoice Pharma informieren. Eigentum von BioChoice Pharma. Arbeitsauftrag 7274B. Objekte Jacinda Nix, Tumerian Soda und Wasserland Alquick. Diese müssen direkt zur Verarbeitung. Was stand da gerade? Irgendwas mit Lieferung?
Da ist aber noch eine Kiste hier. Warte mal. Muss ich da rauf? Nee. Ich glaube hier hinten. Ja, nee, hier aber nicht. Ach da. Hier. Ach komm. Ich habe keine Ahnung. Wie kriege ich denn Eis 1? Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, sind dann nix. Mac-Betreiber, Rasse, Kiech, Todesursache, dasselbe. Speak with a teen. Schön. Achso, ich wollte gerade schon rumballern. Aber hier darf ich ja nicht mehr rumballern. Ich dachte, das hier wäre sowas wie eine U-Bahn auch gewesen. Naja. Ach, war das der Typ hier aus dem Hauptding? Schoko, kann man, da kann man nicht rein, ne? Nee. Ich glaube, ich habe es schon mal probiert. Ich will da immer noch rein. Ja, ich glaube, das war die Treppe runter, der Heini. Jo. Talk. Und was hast du rausgefunden? Lieferdatenpad übergeben. Hm, dem Tatenpad zufolge, oder dem Pad zufolge, gehören die Leichen BioChoice Pharma. Wie kann einem denn eine Leiche gehören? Was zur Hölle ist Ovidium? Außerdem sollten die Leichen an die BioChoice Pharma Fabrik geliefert werden. Die ist drüben in Nidwood. Du wirst sie dir wohl mal ansehen müssen. Was zum Teufel wollen diese morbiden Scheißer mit Leichen? Geh und sieh nach, ja? Keine Leiche, keine Betanung. Na super. Achso, der aktualisiert noch. Ja, dann gucken wir mal, wie weit das ist. Vielleicht liegt sie auch auf dem Weg, man weiß nicht. 800 Meter. Okay. Das wäre irgendwie cool zu sehen. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht gibt. Wir können mal gerade gucken auf der Karte. Nee, es wäre ganz cool gewesen, wenn man auf der Karte sieht, wo denn die ganzen Quests sind. Da kann man sich daran so ein bisschen orientieren, weil jetzt weiß ich halt nicht, wo es hingeht. Ob da vielleicht andere Aufgaben sind, die wir dann machen können. Das ist halt das Problem. Aber da das jetzt nur 600 Meter noch sind, das geht ja recht zügig, würde ich sagen, gehen wir einfach mal gerade dahin. Zu der Nidwood. Und nach unten. Boah, wir sind schon 5 Sekunden hier und keine Gegner. Ich muss rumballern. Oh, da kommen ja welche. Oh, shit. Oh Gott. Oh Gott, was war das denn? Habe ich hier erschreckt? Tja. Oh, Kiste. Nehme ich mit. Man weiß ja nie. Für mich. Und da gehe ich noch reinkommen. Weil die es sind. Und dann kriege ich auch noch eine Waffe. Ach, da hinten sind noch welche. Komm. Ich glaube, hier habe ich doch mein erstes Sturmgewehr bekommen damals. Hier, doch, das ist der Aufzug, da leuchtet's. Und dann geht's weiter hier runter. Achtung, da explodiert was. Schon wieder. Kennst du mich noch? Interessant, dass man immer wieder die Infos bekommt. Das Interessante ist, ich habe das nur im Let's Play. Im Stream hatte ich das nicht. Das hatte der Kollege, mit dem ich dann gezockt habe. Oder mit dem ich das im Koop dann zocke. Wo ich dann noch die Videos schneiden werde.
Dwayne. Ja, komm her. Ich hoffe, ich habe dich noch erwischt. Irgendwas habe ich erwischt. Da liegt Zeugs. Ich wollte gerade sagen, wäre schade, wenn da jetzt was fallen gelassen wird. Dann muss ich da zurückrennen. Oh, war ja nicht allzu weit. 250 Meter noch. Und wieder ein paar neue Gegner. Oh, da kommen mal bitte alle hier zusammen. Ja. So mag ich das. Jo, das sieht gut aus. Habe ich eigentlich wieder Fertigkeitspunkte? Nee. Ich wollte schon sagen, 111.000 haben wir. Habe ich gerade noch gesehen. Ich erinnere mich, dass ich in einer der ersten Folgen gesagt habe, ich will nicht ausprobieren, Zivilisten zu erschießen. Jo. Hat sich ein bisschen was geändert. Ja, nice, cool. Ich glaube, hier kamen wir doch letztes Mal auch nicht rein. Kiste? Hä? Oder haben wir die schon gelootet und wir können die nicht nochmal looten und die hat ihren... Optik quasi zurückgesetzt. Na? Oh, komm schon. So, komm mal bitte alle zusammen hier. Wir machen jetzt mal schön ein bisschen Party. Gute Idee mit der Granate. Kopfgeld noch dabei. Sehr nice. Bist du so ein komischer Mörser oder was bist du? Wieso hältst du so viel aus? Hier wegen? Ja, ich glaube deswegen. Aber das ging ja dann über den Radius hinaus. Hm. Na gut. Er ist ja schon tot. Hey. Lass mich erstmal nachladen. Keine Chance da reinzukommen. Da hat sich noch nichts geändert. Aber das war noch mehr als 600 Meter jetzt, oder? Achso, ja, hier einfach mal beim Nachbarn. Geh weg. So, erstmal in den Laden kommen. Komme ich denn da hin? Ach, hier. Na, super. Skill Point. Nice. Nice, nice, nice. Ach so. Betreten mit X. Jo. Gegner, den man killen kann. Das ist gut. Oder easy killen kann. Der hat mir gewunken. War das einer, der wollte mich warnen oder wollte nur winken? Serverdaten von BioChoice Pharma. Zugriffe auf Suchnetzwerke wird ausgeführt. Inventarabfrage eingeben. Element Undina Faso. Abfrage Inventar. Element Undina Faso wird gesucht. Leiche in Extraktionsbereich überstellt. Zeitstempel 002-03-418-3413. Kann das sein? Nein. Abfrage Ende. Tür zu Extra. Ja, komm, wir gehen da jetzt rein. Und da ist noch einer, der lebt noch.
Hi, tschüss. Wir gehen rein. Oh, hi, Datenpad. Allgemeiner Hinweis, Element IDs wurden mit unserer Datenbank verknüpft und wir werden bei Tod unverzüglich benachrichtigt. Damit sollten alle fehlerhaften Elementarabrufe ausgeschlossen sein. Ich glaube, die hauen rein die Waffen von denen, aber die wirken sehr schwach. Gerade mal gucken. Stufe 10, was haben wir denn mittlerweile? Stufe 14, ja, das passt. Schießt er da auf mich? Oder macht er Schießübungen? Extraktionsdaten von BioChoice Pharma. Zurück auf Suchnetzwerk wird ausgeführt. Inventarabfrage eingeben. Jo. Jo. Leiche nach Erfolg gescheit. Auf Video noch wieder verwertet. Zeitstempel. So weiter und so fort. Abfrage Ende. Das heißt, auch hier ist es durchgekommen. Hat mich einfach nicht freuen. Okay. Nicht so aggressiv. Reden wir lieber über einen sicheren Kanal. Der Ort ist bestimmt verwandt und voller Scanner. Also was zum Teufel ist... Ovidium 348. Sie haben es aus ihr rausgelutscht, wie aus einem Fass Fermentiersoße. Woher hatte sie es überhaupt? Das hängt doch bestimmt mit ihrer beschissenen Brause zusammen. Und Undina hat diesen Scheiß ständig getrunken. Aber woher kam das Ovidium eigentlich? Ich will antworten. Verbinde mich mit deinem Imp, damit ich ihre Serverdaten selber prüfen kann. Ich will sie ungefiltert und bring mir auch etwas Ovidium mit. Datenpad. Allgemeiner Hinweis, wir testen eine neue Formel zum Einnehmen. Es wurde ein aktualisiertes Rezept an die Bestienfertigungsanlage gesendet, okay? Da müssen wir eigentlich lang, gehen wir erstmal hier lang. Allgemeiner Hinweis, wir verschieben den Fokus auf schwangere Elemente. Sie synthetisieren erhebliche Mengen an Ovidium 348, mutmaßlich aufgrund hormoneller Veränderungen in der Schwangerschaft. Und hier los, hi. Ich kann ihn nicht mehr erlösen. Kann ich hier aufmachen? War schon vorher kaputt. Naja. Dann nicht. Aber was mich halt wundert gerade, ist, hier sind so viele Automaten irgendwie. Na gut, dann gucken wir mal. Alien-Probe nehmen, machen wir gleich. Machen wir jetzt. Beweis. Protokolle herunterladen. Festplatte nehmen. Beweis. Jetzt hat's aktualisiert. Und dann... rufen wir Antin an. Was? Sowohl die Protokolle als auch eine Probe gefunden? Laden wir die Probe hoch. Also gut, mal sehen, was diese Bastarde vorhatten. Du wirst es nicht glauben, dieser verdammte Außerirdische, den du platt gemacht hast, hat irgendwie geringwertiges Ovidium ausgeschieden. Und diese Arschlöcher haben entdeckt, dass man es im warmen Körpern anreichern kann. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie sie das rausgefunden haben. Sie haben es also der Bestienbrause zugesetzt. Und die Konsumenten großer Mengen, zum Beispiel meine Undina, haben sie im Auge behalten. Man hat sie sozusagen als Gärkessel benutzt. Der Vorgang hat sie umgebracht. Und dann haben sie das höherwertige Ovidium aus ihr rausgeholt. Und dann machen sie Kohle damit. Dieses Zeug vom Planeten zu schaffen. Diese Schweinehunde. Ich werde diese Bastarde enttarnen. Ihre Krankenmachenschaften ein für alle Mal beenden. Alle werden erfahren, was diese Brause mit ihnen macht. Bring mir die Probe. Ich bin noch im Serenity. Wir kriegen sie dann. Verdammt nochmal. Okay. Komm ich hier raus ohne weiteres? Oder es kommt bestimmt jetzt Action, oder? Jo, da kommen sie. Gute Nacht. Lass mich doch mal nachladen, bitte. Ja, also jetzt ist aber... Oh, scheiße, die hauen schon rein.
geh mal ein bisschen in Deckung. Hä? Wieso hat er nichts geschluckt? Beziehungsweise, wieso hat er so viel geschluckt? Raus hier. Oh, sind keine Gegner. Oh, doch. Heilige. Was bist du denn? Oh, scheiße. Oh, fuck. Scheiße, ich wollte mir gerade da noch Leben rausholen. Aber den würde ich gerne platt machen. Also, da habe ich Bock drauf. Das machen wir noch. Wenn der denn noch hier ist. Wenn wir dann richtig sind. Nee, wir sind irgendwo anders. Schade. Na gut. Dorn halt nicht, ne? Wobei wir auch nicht weit sind. Also, wir könnten. Wo auch immer der jetzt hingelaufen ist. Wir könnten mal gucken. Das war ja hier. Da ist er noch. Ist hier mit den Häusern, da kann ich ganz gut ausweichen. Ah, scheiße. Wie viel hatten wir noch? Oh, wir haben's. Okay, das hat sich gelohnt. Doch. Würde ich wieder tun. Nice. Sehr nice. Na gut. Dann würde ich sagen, geht's jetzt zurück zu Cluster 13 und sprechen wir da mit Antin. Hey, jetzt ist aber Schluss hier. So, und dann würde ich sagen, machen wir da schnell einen kleinen Cut. Wir sind nämlich schon wieder am Ende einer Folge. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich an der Stelle über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, über ein Abo. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.